Hey Leute, hier ist euer Markus und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um VIP-Cake. Und ihr fragt euch sicherlich nicht, warum ich jetzt ein Video dazu mache. Und es ist ganz einfach, weil er hatte mal ein Video dazu gemacht, dass er Xenoverse ziemlich cancer findet. Zwei Videos sogar. Natürlich sind beide down. Aber ich denke mir halt eben, bevor ich erstmal darüber rede, will ich erstmal über seine Kanalbeschreibung reden. Tja, und die geht halt eben so, also die ist echt ziemlich kreativ. Hashtag PS4 Pro. Hashtag Gamer. DragonWorks Universe 2 and other games. Subscribe and get on the VIP list. Let's play a game. Hashtag one and only PS4 VIP Cape. Also, ich sag nur mal sehr, 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 sehr gute Kanalbeschreibung. Sagt schon mal sehr viel aus, was man halt eben für einen Content macht. Und das stimmt halt auch. VIP Capes Videos machen üblich 150 bis zu 600 Aufrufen. Was eigentlich relativ stabil ist für einen Kanal seiner Größe. Und er hat auch 500.000 Klicks gehabt mit einem Video. Aber dazu will ich da später was sagen, weil ich will das mehr so als persönliche Meinung noch mehr abstempeln. Dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zu seinem Video. Also der erste Part seines Videos ging halt eben sehr darum, dass er halt sich gerne darüber aufregt, dass Xenoverse 2 einfach scheiße ist. Fängt dann an, es mal Leute zu beleidigen in den ersten paar Minuten. Und sagt dann auch gerne mal so Dinge, so wie dass Jenko ein Hurensohn ist und bla 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 bla, aber ich will jetzt hier auch keine Beleidigung aufzählen. Also, er hat zumindest am Anfang zugegeben, dass er daran schuld ist, dass Jenko auf jeden Fall Mods hat. Und ich denke, wenn man halt eben sich entschuldigt oder auch Sachen zugibt, dann ist es auf jeden Fall ziemlich erwachsen. Und das meine ich jetzt wirklich ernst, das ist jetzt keine Ironie. Es ist wirklich gut, dass er das zumindest zugibt, weil es gibt nicht Leute, die... Es gibt einfach Leute, die geben einfach sowas einfach nicht gerne zu. Und da kenne ich genügend. Das ist schon mal ziemlich erwachsen und Respekt an dich, VIP Cape. So, das zweite Ding, was ich noch gerne sagen würde, ist halt eben, dass VIP Cape irgendwie so gar nicht seine Videos strukturiert. So, zumindest wenn er seine Meinungsvideos dazu macht. Also, warum auch immer. Also, es kommt mir einfach so vor, dass er es nicht strukturiert. Er nennt halt eben Dinge, dann vergisst er das. Nimmt dann drei oder sag ich mal zwei Dinge zur Überbrückung, nennt dann wieder nochmal so ein Überbrückungsding oder nennt dann auch noch das Schlagargument oder nimmt dann nochmal so eine Überbrückung. Aber Hauptsache, es wirkt einfach so gestreckt. Also ich finde, das ist einfach nicht richtig schön strukturiert. Ich meine, du kannst ja auch Stichwörter aufschreiben, das habe ich hier auch vor mir liegen und ich erzähle gerne Freestyle. Und ich denke, das verbessert auch so ein bisschen so die Art und Weise, wie ich dann auch reden kann mit anderen Leuten. Also, ich denke, du solltest anfangen, vielleicht ein paar Sachen zu strukturieren. Wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Und please, please, please. Also, bitte, das ist einfach ein ganz klares Muss, okay? Es ist keine Bitte, mach das einfach, okay? Ganz einfach. So, ein weiterer Teil seines Videos ist ja halt eben, dass er sehr gerne andere Leute beleidigt hat. Ich denke, das habe ich ja schon davor ziemlich gut erwähnt, aber ich meine, beleidigen ist ja schon so ziemlich erwachsen. Ja, also, ich will da nichts weiteres sagen. Soll ja auch kein richtiger Frontset sein, um auch mal, ich sag mal, die Sache nett auszudrücken. Es ist ziemlich unerwachsen und ziemlich kindisch. Außerdem gibst du ziemlich gerne mit so Sachen an, was es auch ziemlich kindisch ist. Also, ich muss zugeben, ich mache mich auch mal gerne so darüber lustig, womit Leute so gerne angeben. Es ist einfach dämlich. Also, ich würde einfach damit nicht angeben. Also, wenn dich Sachen wirklich stören, dann beleidige nicht, gib nicht an und erst recht, versuch dann nicht zu rechtfertigen. Das sind wirklich die drei Todsünden, die man einfach niemals machen sollte. Einfach wirklich nie. Mach das einfach nicht. Es ist einfach ein Tipp, also gut gemeinter Tipp. Mach das einfach echt nicht, weil das lässt dich einfach schlechter dastehen. Aber naja, kommen wir mal zum weiteren Punkt. So, mein letzter Punkt ist halt eher noch eben meine persönliche Meinung zu VIP Cape. Also ich persönlich, als ich damals mal mit denen ein bisschen gespielt habe, das war nicht wirklich viel, das waren mal ein paar Runden miteinander. In Ranked habe ich den noch nie gesehen so. Also das waren ja auch eigentlich so die paar Sachen, aber wie er mir halt eben generell so auf YouTube vorkommt und was ich auch noch vieles von denen so höre, ist ziemlich negativ, aber ich meine, das habe ich auch von vielen anderen Leuten gehört. Und ich denke halt eben, wenn eine Person so negativ ist, dann kann die Person auch auf eine Weise rechtfertigen, aber sollte auch nicht zu viel rechtfertigen, dass es wiederum peinlich ist.
Weil rechtfertigen ist halt einfach echt peinlich. Also peinliches Verhalten meiner Meinung nach. Also, und ich wollte nochmal halt eben nochmal auf die 500.000 Klicks zu sprechen kommen. Ich denke, es ist zu einem Teil verdient, aber auch zum Teil nicht. Also 55% verdient und die 45% einfach nicht. Weil es ist einfach keine Eigenleistung. Es war for real. So, ihr ladet eine Sache hoch, die von jemand anderem gemacht wurde, kriegt sehr viele Aufrufe. Was sehr beeindruckend ist für einen Kanal dieser Größe erst noch, weil 2000 Abonnenten, besser gesagt 1000, weil er hat ja noch die 1000 ja durch das Video ja noch bekommen, also besser gesagt durch einen Kinofilm. Und er wurde halt eben gesperrt. Und ich denke dann auch nur so, oh Junge, warum lädt man erstmal sowas hoch? Weil das hätte sehr schlimme Konsequenzen für deinen YouTube-Kanal haben können. Es hätte echt viel Schlimmeres passieren können. Und außerdem ist es einfach keine Eigenleistung. Also ich denke, das musst du einfach selbst gestehen. Und ich persönlich hasse das einfach, wenn Leute mit Sachen so Fame werden, wenn es einfach keine gewisse Eigenleistung gibt, so. Also, ja, ist halt eben so meine Meinung dazu. Und was dir vielleicht noch in ferner Zukunft helfen könnte, also könnte, ist halt eben, wenn du dich vielleicht auch entschuldigst. Es muss nicht unbedingt von dir kommen, aber ich meine, wir sind auch alle nur Menschen und ich denke, wir wollen auch alle auch auf eine Weise geliebt werden oder gemocht werden. Und auch wenn jetzt einer vielleicht ein Arschloch war, ich denke, jeder ist mal dazu bereit, mal auch mal so, ja, okay, ist auch gut, kann man halt mal hin drüber wegsehen. Jeder macht mal seine unkorrekten Momente, jeder hat mal seine unkorrekten Momente und jeder macht auch unkorrekte Dinge. Mache ich ja auch, ich bin ja auch nicht perfekt, aber ich bin fast perfekt. Und ja, also selbst wenn es nicht deine Schuld ist, entschuldige dich. Und die Leute, die VIP-Cape nicht mögen und die sich dieses Video hier so gönnen, macht es auch einfach. So, im Endeffekt lohnt sich so ein Streit einfach nicht. So, und jedes Mal 10 Millionen Exposed-Videos zu machen oder, boah, dieser Typ ist Trash, Garbage und alles andere. So, es ist Schwachsinn. Also, meiner Meinung nach ist das vollkommen Schwachsinn. Aber wie dem auch sei, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, Kommentare, etc. etc. Teilt das Video und ja, haut rein. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Xenoverse 2. Heute werden wir erstmal schön mit den Shajid 95 Neymar kämpfen. Also keine Ahnung, warum man sich so einen Namen gibt. Aber ich denke, wir werden uns garantiert freuen, gegen ihn zu kämpfen. Es wird hundertprozentig legit. Also ich denke, ich werde mit Guldo spielen. Oder wisst ihr was? Ich spiele mit Cell erste Form, weil ich will die ganze Zeit seine Lebenskraft aus ihm aussaugen. Jedes einzelne bisschen. Das hat sich schwul angehört, aber ist mir egal. Und sein Charakter ist so cool, das ist dann Ultragott. Oh mein Gott, der sieht aus wie Magetta. Magetta war schon im Anime sehr stark. Also das ist schon mal ein Clash. Also wie es aussieht, habe ich gerade diesen Kampfvorteil hier. Okay, noch ein Clash. Das deutet nicht auf Lex hin oder so. Als ob die Ulti getroffen hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das hat ihm sein ganzes Handy kaputt gemacht, die Ulti. Habt ihr das gesehen? Paula und so. Oh Mann, und er benutzt leider diese Z-Seele. Aber ich denke, das wird schon. Also ich denke, der kann auch noch legit spielen. Ich denke, wir sollten hier Limit bursten, Freunde. Es sind nur noch die letzten 25 Sekunden. Uff. Okay, gut, Freunde. Ich denke, wir haben hier verloren, die letzten 15 Sekunden. Also ich finde, der kann sehr gut Infinite-Combos machen. So, in Afrika bewegt sich die Twitch-Drohne ziemlich langsam an ihr Ziel heran, um die Mozzie-Kackteile zu zerstören. Und hat auch schon ein Ding zerstört.